So, und damit hallo Freunde und willkommen zu der neuen Folge, die ich zwar jetzt nicht versprochen oder angekündigt hatte, aber heute ist es mal wieder soweit. Wir fahren heute nicht die Linie 84, denn wir stehen nicht an der Riedingborn an der Kölner Straße, denn wir stehen am Kaiser-Wilhelm-Platz. Ja, da ich die 84 gerade nach Kölner Straße gefahren bin und danach erst nach Zweiberg weiterfahren wollte, dann aber zu lange Pause gemacht habe und so weiter, habe ich mir später einfach nur gedacht, wir fahren dann einfach jetzt die Linie 24 im Let's Play. Und ja, heute ist es eine normale Folge, wo ich einfach so ein bisschen rede. Ich habe gerade auch schon Ruhe, das ist das Gute daran. Bin zwar noch im Discord, bin gemutet, man hat gerade den Discord-Song gehört, ist auch egal. Wir fahren jetzt die Linie 24 nach Laupendal-Zopp. Das ist nämlich die ich. Ich wollte erst nach Park der Menschenrechte oder sowas fahren. Aber die reicht auch aus. Wir können hin und zurückfahren von mir aus. Oder erstmal gucken, was wir gleich werden am Zopp. Oh, welche Route ist das denn jetzt? Laupendal-Zopp ist falsch. Platz der Helden, Stadtmitte. Nein, nichts parzellen. So, ist das richtig? Brauchen da Nordbahnhof ist falsch. Das ist Route 6. Perfekt. Brauchen da Hauptbahnhof S. Zopp. Perfekt. Ich bin doch nicht wegen dem Markt, Mensch. Und ja, wir fahren mit einem A37, der ein bisschen gemoddet ist. Ich hoffe, in dem Let's Play ist es eigentlich. Dann denke ich mal nicht so, dass das Knacken zu sehr rauskommt, weil ich habe noch ganz minimales Knacken. Denn ich habe mir die Sounds rausgeschnitten. Ich entschuldige mich dafür, das ist nur eine Beta-Version von dem Bus hier. Das ist jetzt kein Drogis-MAN oder so. Das ist einfach nur das Paint, was ich genommen habe. Ist es ein normaler A37, eine Euro-4er-Version von der Rheinbahn? Ist das? Da sind die Sounds halt rausgenommen, deswegen ist es eine Euro-4er-Version. Wir fahren mit dem MAN A37 mit D0836er Motor. Mit Void. Euro 4 habe ich ja gerade schon gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir stellen jetzt einfach vor, weil sonst reden wir hier einfach nicht so viel drumherum. Ich mache mal meine Omsi-Sounds ein bisschen leiser. Ich habe in den letzten Folgen gemerkt, dass ich gar nicht mehr zu hören war. Sollte das gut sein? Ich mache mal die Tür zu. Ja, so sollte es passen. Wenn es immer noch zu laut ist, dann merke ich es mir nochmal für die nächste Folge. Ich kann das jetzt nicht ganz surround-abhängig alles machen. Na, ist auch egal. Komisch, dass wir hier keine Fahrgäste haben. Wundert mich gerade irgendwie. Naja, dann warten. Ich bitte halt wirklich um Nachsicht wegen dem kleinen, Knacken, was noch sein könnte. Ich fahre auch nicht die ganze Zeit immer hinten. Ich mache das ab vor dem Fahrerarbeitsplatz eher. Man hört den Sound trotzdem und. Und jetzt hier noch einer, sonst haben wir ab. Ne, keiner mehr. Das Ding ist, ich kann eventuell, wenn nichts dagegen spricht, dass ich von dem Typen, der die Aufnahme macht, oder generell spricht ja nichts gegen, MAN rauszubringen. Also als Mod jetzt, aber dann werde ich nur die Sounddateien angeben und werde euch dann die Sachen drüber schicken. Ja gut, es wäre sowieso besser, wenn man das Bremen-Addon für den dann hätte. Das Ding der Sache ist in A40, den baue ich mir auch noch um. Da habe ich eventuell glaube ich auch noch Sounds, ne? Ja. Wenn nicht, nehme ich nochmal welche auf vom A23 von uns hier von der DSW. Das sind jetzt Rheinbahn-Sounds. Ich war immer gerne bis zum ersten Schalten mit den Dinger Kickdown, weil die so alarmarschig sind. Danach ist alles wieder ganz normal. Haben wir aus der Sicht einfach wieder die Zeit. Außer ich muss mich echt mal die Sicht switchen, dann geht das. Mich zum Beispiel, wenn ich um Kurven fahre, dann gehe ich rüber. Aber so können wir jetzt auch hier mit einfach fahren. Würde ich jetzt einfach mal sagen, weil. Nach hinten gehe ich jetzt eher nicht, wenn das die ganze Zeit am Knacken ist. Es ist nicht mehr viel, wie gesagt. Es ist ganz minimal. Ist natürlich auch immer Headset zu Headset immer anders. Oder auch irgendwie generell Lautsprecher. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm.
nicht. Ja, da ist noch. Deswegen, wenn ich nicht am Anfang Kingdom fahre, ist noch eine Fehler auf der Stelle. Deswegen habe ich gesagt, das ist eine Beta. Weil da nämlich eine Sache zu kurz ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, damit das nicht die ganze Zeit immer am Knacken ist, machst du das im Schneideprogramm so. Du suchst dir zum Beispiel eine Kickdown-Stelle raus, kopierst die. In meinem Shotcut-Schneiderprogramm ist es jetzt in dem Fall so. Nimmst das Stück, was du rausschneiden möchtest, schneidest das so, dass es passt. Also so, dass das in der vorhandenen Sounddatei des Busses da schon so sein kann. Dann kannst du später die Stelle einfach kopieren. Kannst dann die nochmal vor die andere heften oder packen, hinzufügen, wie auch immer. Danach kannst du dann sagen, umkehren bei Eigenschaften bei mir im Schneideprogramm. Dann konvertiert dir der das und dann hast du die Stelle einmal durch. Also dann hast du die Stelle einmal bei der normalen, dann kommt nach dem vollendeten Gang. Das genau einmal genau andersrum, dass du nicht so eine, dass du nicht immer so eine Wendung hast, dass du dann auf einmal kein Zurück hast, weil sonst knackt das nur. Ja. Danach kannst du dann gucken, ob das passt. Und bei einem ist es halt zu kurz geworden bei meiner Aufnahme hier, oder bei der Aufnahme, die ich benutzt habe. Und deswegen. Deswegen passt das nicht so ganz. Barmstraße. Da die so 2 Sekunden lang sind, hört man die ganze Zeit dieses Drum, 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 dass er die ganze Zeit hin und her schaltet zwischen dem normalen, dann dem Umkehren, normal umkehren, normal umkehren. Weil ich habe das so lang gemacht, von der Länge her, wie das auch in Original-Sounds war. Also sagen wir einfach mal 5 Sekunden ist eine lang, dann habe ich die auch 5 Sekunden geschnitten. So, und das sind 2 Sekunden. Die beiden Sachen lang waren. Dann hört man natürlich dieses die ganze Zeit. Muss ich mir noch eine bessere Stelle aussuchen. Deswegen. Aber nichts Schwieriges, wenn du so ein Steuerprogramm hast. Das Ding ist, es knackt halt ein bisschen. Ich krieg das, schätze ich mal, noch raus irgendwie. Ich habe auch ein A37 von der D22 gemacht. Also jetzt erstmal nur motortechnisch. Sound her. Aber generell klappt der Sound bei dem hier. Der ist aber auch gescriptet, der immer einen von Bremen. Travelstraße. Ja. Die MX-Busse waren ja auch alle gespannt. Ich hätte eigentlich mal versucht, das jetzt Robots zu machen. Ob Gelenk oder Solo ist egal. Um mir da auch aus den Aufnahmen was rauszuschneiden, das lohnt sich aber meiner Meinung nach nicht mehr, weil es nur noch ein paar Monate dauert, dann kommt die MX-Busse und mich da dann stundenlang mit zu befassen, da spare ich mir lieber die Stunden und mache was anderes, fahre zum Beispiel irgendeine Linie wie jetzt oder so, anstatt irgendwie was anderes zu machen. Okay, dauert ich wieder hinten schon die Ampel. Ja, oder auch nicht. Egal. Dann warten wir halt. Na gut, wir sind sowieso 30 Sekunden zu, also ungefähr, ja. Ja, ein bisschen weniger als eine halbe Minute zu früh, deswegen passt das schon. Aber ist halt echt schweres, was ich da gemacht habe und so weiter. Wenn du dich natürlich mit dem Sounds schneiden auskennst. Ja. Ich bin zwar heute unterwegs gewesen, weil ich mit meiner Oma zum Krankenhaus musste, nach Dortmund-Kirchlinde. Ja, das ist halt so wie es ist. Das Ding ist, ich hätte ein paar Busse aufnehmen können. Aber warum soll ich den C2 aufnehmen, wenn ich gerade gesagt habe, dass MX-Busse sowieso bald kommen? Das ist sinnlos, die aufzunehmen, finde ich. Außer, dass die Sounds mir irgendwann nicht gefallen. Das kann natürlich auch sein, dass ich den 936 Motor, oder 936 klein, von dem C2 nochmal ein bisschen bearbeite. Es kann natürlich immer sein, dass sich da irgendwie ein paar Sounds so überschneiden, dass es sich halt nicht ganz so anhört, wie du es aus deiner Stadt kennst. Aber ist halt so.
Das Ding ist, der A37, der schaltet schon hoch, weil sonst hat er auch keine Power unterm Arsch. Also zumindest ist der halt lahmarschig. Ich weiß auch nicht, warum MAN das gemacht hat, dass er extra so gemacht wurde bei Void. Weil das gab es ja schon bei den Euro 4ern jetzt wie jetzt. Ich dachte, das wäre erst bei den Euro 6ern so gewesen, weil die Euro 4er kenne ich halt nicht, weil die DSWN20 hat sogar die Bugestra. Vielleicht sagen wir erst mit der 22, ich weiß nicht, was mit der Bugestra genau ist. Die hat zu viele MANs, dass ich wüsste, dass die alle für Baujahre haben. Aber die DSW, guten Tag, die hat nämlich eigentlich fast alle von der Bauserie gleich. Die Euro 6, Euro 6er Fahrzeuge. Und die sind, soweit ich weiß, Baujahr 2016 die meisten. Und deswegen habe ich Euro 4 nie mitbekommen. Weil die sind halt, wie schon ehrlich gesagt, schon alle Euro 6. Ziehen aber auch nicht schlecht, wenn du mit den Kickdown fährst, aber das Ding ist so ein bisschen gefühlt gezwungen mit den Karten, die dann zu fahren, außer du bist in der 30-Zone. Wie jetzt zum Beispiel, weil ich bin gerade in einer. Aber ich bin auch eigentlich ein recht ruhiger Busfahrer. Guten Abend. Hallo. Außer wenn ich manchmal ein bisschen scheiße drauf bin, kann ich euch jetzt mal demonstrieren, was ich mache. Kennt der ein oder andere? Was? Fällt der Scheiße. Da und da kommt sowas dabei raus, dass ich mit 70 hier den Berg runterfahre, also wenn ich zum Beispiel genervt bin. Aber dafür ist das, dass ich das demonstriert habe, wenn noch mal die Augen ist. Das ist nice. Hier 70, okay, dann kommt zum Kickdown. Ich will ja auf eine Stelle kommen. Aber ich muss schon sagen, ich stehe hinter einer 21 Karte, ist richtig nice. Das ist eine der Karten, die ich am liebsten fahre. Man hat hier auch schöne Linienvielfalt. Die hat viele Stadtteile, die hat viele Linien, die auch nicht immer dieselbe Strecke fahren. Das hat sich natürlich auch gemacht. Wenn dann welche damit ankommen, dass die alle dieselbe Strecke fahren, auf, weiß nicht, auf der halben Strecke. Und dann ist die halbe Strecke vollendet und dann geht es erst in den Wechsel rein, dass du nicht mehr die ganze Zeit konstant mit der anderen auf eine halbe Fahrt in dem Fall absolvierst. Entschuldigung! Ja, Türbahnton ist auch drin. Das sind auch die Türen, die der DSW 21 immer erinnert. Ja, weil ich habe die Version einfach davon genommen. War für mich einfacher. Und nein, ich habe nichts an den Skripts geändert. Dass er nämlich jetzt so schaltet, ist halt auch gewesen, weil der Bremer MAN hat ja EV. EV, so. EV Volt. Im Bremen Add-on weiß ich jetzt nicht. Da hat ja beides, wie ich schon gesagt, EV. Da hat der A37 EV und der A40. Ja, und die A37 Motoren, das sind halt die 08er Motor in den meisten Fällen, die hören sich alle fast gleich an. Zentrum für Sprachwissenschaft. Wenn man sich das mal anhört, das hört sich fast genauso an wie Euro 6er. A37, die A37 Motoren wurden nur umweltschonender gemacht, dass sie weniger verbrauchen, aber generell die Motorbauart ist gleich, weil der Sound, der ist bei eigentlich allen Motorklassen eigentlich ganz minimal anders, finde ich. Ich glaube, den alten Rundschatten, ich war mir so sicher. Ist er frei? Nein, sorry! Willst du mich rein? Ja, macht er. Das Ding ist, wenn du einmal wirklich auf dieser Straße hier bist, ich kenne Busfahrer, die überall Kickdown fahren. Ich mach das nicht überall. Wenn ich in 30 Zonen bin, was bringt mir das? Gut, dann gehen wir jetzt gleich Vollstoff. Mehr können wir gar nicht. Ich warte gleich extra, bis die Ampel grün ist. Dann gehen wir wieder Vollstoff bis 80. Wenn das euch nichts ausmacht, gehe ich dann hier einmal hin. Wenn man sich das Knacken einfach wegdenkt, ist sowieso nur ganz leicht, dann passt das schon. Ja, beim E04 Verfrühung, dann bleibe ich jetzt einmal gut stehen. Macht den Nick aber aus. Das Klack, 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 Klack. Ist schon ein bisschen nervig. So, kommt da jetzt einer? Ne, dann haben wir freie Bahn. Kickdown. Liebermannstraße.
Hier, hört ihr dieses leichte Knacken? Das ist das Sensor, dieses ganz leichte Knacken. Davon können auch viele um sich User einfach absehen, denke ich mir mal. Aber wenn ich die Sounds eventuell ein kleines bisschen leiser mache, sollte das Knacken auch weg sein. Das ist der Sauer ist sehr, muss halt ein bisschen leiser machen, das ist nicht. Wenn nicht, muss man das Experten machen lassen und die müssen das dann rumbauen. Geht halt nicht anders. Schneideprogramm ist jetzt auch nicht das Beste, deswegen ist das gleiche Knacken halt drin, aber seien wir mal ehrlich, wenn ich jetzt 84 fahre, ja, ich wollte nicht reden, ich weiß, wenn ich jetzt 85 fahre, ich höre davon gar nichts mehr. Weil ich den Turbo einfach von dem Bus höre, bei Höchstgeschwindigkeit, ich höre davon nichts. Vielleicht den Fehler hört man, wenn man nicht Kickdown fährt, wenn man überhaupt nicht Kickdown fährt, hört man diesen Fehler, oder vier, in dem Fall vierte Gang, aber das will ich ja noch fixen. Ja, das, was hier oben in der TFT-Bildschirm treibt, liegt daran, weil ich die Textur ausgetauscht hatte. Auf DSVR20 Standard. Deswegen switch das manchmal, weil ich eine von den Dateien ausgetauscht habe. Kick down. Ja, das sieht gleich schon am Hochbau auf. Bleib ich kurz einfach auf N geschaltet. Beschädigt von den Betrieben, aber ist ja auch egal, das mache ich in echt auf jeden Fall nicht. Ja, weil wenn du mitten während der Fahrt auf End kommst, einmal ist es nicht schlimm, aber wenn du es jetzt, ja, weißt du, ich sage mal, auf einer Stundenlinie, auf 60 Minuten, wie du fährst, immer wieder machst, wenn du Kickdown fährst, dann schadet das echt den Motor. Das übelst. Deswegen sollte man auch nicht durchgehend über N fahren, wenn du vorwärts fährst. Also nicht auf neutral die ganze Zeit, aber für vorwärts ist so wenig ist, halt nicht auf N die ganze Zeit bist, weil das den Motor schädigt. Das wird die Getriebe. Getriebe, auf jeden Fall Motor und Getriebe, sage ich jetzt einfach. Ob das jetzt stimmt, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Motorspezialist, so schlecht nicht, wenn das drin ist. Ihr beschwert euch mal nicht, dann ist ihr nicht schlecht. Achso, okay? Danke. Schon länger läuft, weil ob sie ruckelt wirklich am meisten, wenn du es neu gestartet hast. Weil sich ja erst wieder alles aufbauen muss und dann das und da und Scheiß drauf und weiß ich nicht und Arschloch und so und so und ach, keine Ahnung und ach, was? Da hatte ich jetzt gerade kurz einen Anfall, was? Nein, alles Spaß. Nee, ist halt wirklich bei dem Spiel so. Ach, ich dachte doch 60, ich Idiot. Ich tucker hier mit 47 lang zum Opa. Da wollen wir endlich bis 60 Stunden zu haben, weil jetzt wieder rot ist. Yay! Ja, das ist der Spiegel wieder davor. Aber den anderen Spiegel sieht man in der Sicht auch nicht, das ist scheiße, deswegen ist der hier besser. Da, der andere Spiegel ist da oben, den sieht man gar nicht in der Sicht, wenn man hier auf die Ampel guckt. Man könnte natürlich die Sicht ein bisschen weiter nach oben machen, dann sieht man die Kasse aber wieder nicht. Kollege. Na, Akinkus. Hi, was geht? Jemand mit? Oder nur raus? Ne, ich geh mal mit, okay. Ich heiße das unvernünftige Leute, weil es Kickdown fahren, aber manchmal als Busfahrer, wenn man das so also als Fahrgast erlebt, sind Busfahrer einfach nur Scheiße drauf, die ganze Zeit hier Kickdown
Aufnahme so richtig gut machen. Zum Beispiel jetzt. Oder halt wirklich so Kickdown fahren. Na, will man mit? Nein. Hab ich mir gedacht, dass nur noch, eine Haltestelle ist. Sind aber auch kacke an dem. Kann sogar sein, dass wir am Laubendaler Zoppitz sogar Schichtende haben, dass wir dann zum Kriegshof Laubendaler Mitte fahren. So, und jetzt beschwert euch jemand nicht, ich fahre ein bisschen schneller, ja? Gut, sie beschwert sich nicht. Platz der Helden, Stadtmitte. Platz der Helden, Stadtmitte, da bin ich schon vorbei. Danziger Straße, Laubendal Zopp schon. Danke. Laubendal Zopp. Umstieg zu weiteren Buslinien der Rogis, zur S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Sie können von hier den Hauptbahnhof erreichen. Diese Linie endet hier. Ja, ich kenne das mittlerweile auswendig. Ich fand die Karte, Sounds in die Busse, die manchmal knacken. Wer hätte damit gerechnet? Aber der MAN, der ist schon cool. Also ich finde ihn schon cool, gemoddet von mir. Das einzige, wie ich schon tausendmal jetzt in diesem Part hier gesagt habe, ist wirklich der Motorsound noch. Mit dem leichten Knackern. Nice Ankündigung. Was? Nein, Ankündigung war es nicht. Warum soll es so eine Ankündigung sein? Ich bin doch blöd, ne? Ja, ich bin auch wirklich manchmal wirklich ein Volldepp, ey. Was war das denn jetzt? Nein, ich höre auf mit dem Scheiß. Fandest du nicht links, sondern gerade aus, direkt zum Zock? Wenn man da die Pause machen kann. Wenn man das Shit erkennen sollte, weiß das. Steig 2, okay, das ist da hinten. Da fährt noch irgendwas weiter. Kann auch sein, dass wir. Steht da? Hofberg 8. Kann auch sein, dass wir die 25 weiterfahren zur Hofbergstraße. Könnte ich mir sogar vorstellen. Ne, wir fahren sogar zum Betriebshof. Nein, das mache ich jetzt nicht. Wir fahren dann jetzt noch 25 weiter. Wenn ich den Fahrplan finde. Auch mit der Zopf, ich hätte ja 22.33 Uhr, das ist der Kollege, den ich gerade hatte. Hier ist der. So, machen wir das. Wie lange fährt der denn noch? Ich will jetzt nicht eine übelst lange Folge ausmachen, aber von hier aus könnt ihr mich begleiten. Mir ist das egal. Schneiden tue ich das eigentlich eh nicht. Außer vielleicht mein Outro hinten mit ein paar neuen Videos, aber mehr mache ich da nicht raus. Ja, was soll ich denn hier auch schneiden? Mal ehrlich, ich bin die ganze Zeit so zu Hause, eine Dreiviertelstunde bis ungefähr meine Brüder und so weiter nicht hinkommen. Und das. Ne, da fahren wir die 25 noch und dann ist trotzdem vorbei. Zu weiteren Buslinien der Rogis, zur S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Sie können von hier den Hauptbahnhof erreichen. Diese Linie endet hier. Ach nee, weißt du, ich dachte, die endet hier nicht. Jetzt hier schon wieder ab. Oh, ich hasse dieses Gerät auf eine Weise. Na, das ist auch nicht richtig. Bitte 3. Gibt es anscheinend irgendwie nicht. Ach komm, leck mich. Sorry für das Wort. Sorry für die Ausdrucksweise, ehrlich gesagt. Hier, Liebes. Gib mir das Normale. Ist ja nicht feierlich hier. Huch. Genau, Route 1. So, was Amt. Falsch. Bin ich nicht. Laufender Zopp, Hofbergstraße, und jetzt Route 4. So, Laufender Zopp, Hofbergstraße, genau. Auf die Mann 33 sind wir wieder überall zu früh. Fahre ich eine Minute später ab.
da hört man die viel, dass es nicht ganz klappt, aber ich bleibe jetzt doch mal hier. Haben wir jetzt eigentlich hier beim Normalhauptbahnhof noch? Ja, schon, ne? Das klappt größtenteils, das sieht ja auch manchmal aus. Laubendal, Hauptbahnhof. Umstieg zu weiteren Buslinien der Rogis, zur S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Sie können von hier den Zug erreichen. Ja, Blicker kennst du auch nicht. Ach, jetzt auf einmal 63. Bisschen früher vielleicht mal rausmachen, ne? Adalbert Stifter Weg. Mann, da bin ich noch nicht. Danke. Laubendal, Hauptbahnhof. Umstieg zu weiteren Buslinien der Rogis, zur S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Sie können von hier den Zug erreichen. Den Zug? Na, sehe ich das Signal schon? Ne. Ne, dann halt nicht. Dann guck ich. Oh. Ah, so weit nach rechts wollte ich gar nicht. Ich muss hier auch irgendwie nur abbiegen. Nicht ran. Na, das K ist an. Na komm. T, da ist es. Perfekt. Eisenbahnstraße. Ja, das, manche kennt hier diese Songs hier noch raus, weil ich hab zwei, drei Innensounds für normal eben nicht geändert. Also wie es heißt, bezeichnet ist, wäre jetzt Load, also Vollgas und generell schneller fahren. Oder Gas geben, ehrlich gesagt, habe ich ganz geändert. Nur die Innensounds waren ja nicht, aber da muss man auch die 90 eher gleichern, wenn du normal Gas mit dem fährst. Und der Innensound ist auch noch ein bisschen buggy, weil da hast du die ganze Zeit immer dieses Zischen von den Türen, das Überprüfen der Türen, dieses dieses von immer ein. Da hört man es wieder. Ja, das hört man jetzt die ganze Zeit, weil die der Standsound ist halt nur so 3-4 Sekunden lang. Die sieht hier im Bus auch egal und das Abfahrsignal ist da. Gut. Wir uns auch gar nicht beeilen, das ist auf langsames Anfahren angelehnt. Das habe ich schon öfter ausprobiert. Da ist es nämlich jetzt grün und wir sind kein Kickdown rausgefahren. Weil ich bin auch schon mal Kickdown rausgefahren aus der Haltestelle und dann stand ich ja an der Ampel, weil ich nicht schnell genug war. Ja, Handy, du gehst mir nicht auf den Zack, ja? Höhe
Pülshoffstraße. Und dann habe ich immer grün. Ich habe auch immer das Pech, dass ich immer genau dann in der vernünftigen Ampelphase bin. Aber die haben es auch geändert hier. Das ist auch besser so. Die ist nämlich auch schneller gemacht worden, die Ampel hier. Und da sollte ich hier trotzdem im Solo gut rumkommen. Ja, das passt. Ja. Ich habe früher mit dem Schneideprogramm oder Schnittprogramm ja auch die ganzen Minecraft-Videos geschnitten. Ich habe mittlerweile echt keine Motivation mehr dafür, jetzt erstmal für das Spiel. Ich weiß nicht warum, das ist halt einfach als Alltag geworden, dass ich meistens immer um sie zocke. Vielleicht war das so gar nicht so schlecht, dass ich früher mal öfter dafür dazu verleitet wurde, Minecraft zu zocken, aber das ist mir auch gerade mittlerweile ein bisschen abhandengekommen. Ich glaube, ich muss mal wieder was machen. Ich will mal irgendwie wieder einen Tag oder so, wo ich extra so einen Turm machen muss. Ja, ich guck mal, das Video kommt sowieso morgen erst online. Das Datum hier für die ganze Busfahrt ist 26.09. Ich nehme das gerade nicht, ja, wie man unscheinbar es sieht an der Zeit. Nicht um 22.41 auf, wir haben es gerade 21.25. Aber das Video mache ich morgen erst fertig, weil ich hätte da keine Zeit mehr zu haben. So eine Welt laufen da. Wenn ich gleich um, ja, bis halb 10, wenn ich um 2.10 bin. Abgeholt werde von meinem Bruder und so weiter. Bin ich sowieso nicht mehr am PC. Wer die Story kennt, ja, meine Mutter und mein Vater sind so ein bisschen abgeschweift von mir, deswegen ich muss morgen arbeiten, dann war ich zu meiner Mutter, ich bin morgen richtig hart da. Und wenn ich dann alleine hier bin, wenn mein Vater dann arbeiten fahren würde um 6, und ich muss erst um 9.19 Uhr den Bus nehmen, kann ich nicht sagen, ich stehe um 6 Uhr mit auf. Ja, willst du jetzt rechts oder willst du geradeaus? Den Blinker kennst du nicht, ne? Meine Güte, ne. So gut war ich. Ja, ich bin ziemlich im Morgenmuffel, ist auch egal. Das ist Kreuzungsschnabel. Umstieg zu weiteren Buslinie der Uis. Ja, es ist halt einfach. Ich würde sonst mal schlafen, sagen wir so. Ist einfach nur das Fazit daraus. Moin. Abend. Abend. Okay, dann nicht. So, warten wir auf Signal. Ich überlege, ob ich eine Rücktür noch wagen soll. Da könnte ich eigentlich. Jean-Jean-Halle, keine Ahnung. Komischer Name. Vielleicht ändere ich mir den Haltestellennamen nochmal.
Obwohl, da muss ich alle Linienprofile bearbeiten, oder? Keine Lust, brauchen wir ja eine Haltestelle. Ja, mit Nito kann ich auch viel machen. Ich bin noch gerade eine Karte am machen. Du hättest auch ein Stück weiter vorfahren können. Bist noch lange nicht an dem dran. Ist doch schon lange weg, Mensch. Steht in dem alten Asteroid ein Opa drin, der es zu spät rafft. Jetzt müssen wir mal das echt so sehen, dass die scheiß Umsicherung hier halt in dem Fall. Aber in echt könnte man wirklich glauben, dass da ein Opa am Steuer ist. Der erst 5 Sekunden oder 6 Sekunden danach daran gedacht hat, dass das Auto ja schon dann vorbei sei. Aber gut, das ist halt so mit dem Alter. Und dass ich ja 17 bin. Aha. Aber ich habe das ganze Leben ja noch vor mir, das ist ja auch nicht schlimm. Ich als Mensch gibt es ja sowieso nur einmal. Halt genauso. Halt mal so ähnlich. Ja. Was würde ich meinen, dass es ein Opa ist? Der fährt mir in der ersten Sekunde direkt wieder links rüber. Weil er ist. Was machst du denn? Ja, Digga, dein Ernst? Jetzt rechts blinken wieder da vorne? Dann ist er fährt rüber. Mal wieder. Tschüss. Der Meriva, der chat das gar nicht, davon ist grün, aber das ist mir jetzt auch nicht egal, ob Zeichen sind, halt die 30 ein. Obwohl, es das letzte Stück schnell oder rot wird. Ja, dann wissen wir auch schon, das war kein Rot, das war kirschgrün, das hat jeder gesehen. Was würde ich in echt dann in dem Fall auch nicht machen, da hätte ich da wieder gebremst, aber hier. Vor der Polizei auf einmal hinter mich und ich habe das nicht bemerkt. Ja, habe ich dann gedacht. Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, wie viel Punkte das auch kostet, wenn du bei Rot oder Rot fährst. Kostet, glaube ich, Geldstrafe und durch einen Punkt in Flensburg war das so. Ich habe keinen Plan. Ich weiß auch nicht mehr genau. Kinostraße. Umstieg zur S-Bahn. Ah. Doch, wir könnten noch eine Rücktour wagen. Sollte nicht zu lange dauern, ich mache die Pause einfach nicht und dann haben wir es. Das ist sowieso gerade nicht schlimm, dass ich keine Pause mache für mich. Ich mache schon wieder bei der Mercedes hier noch. Tschüss. Discord. Ich weiß aber auch nicht, ob die genauen Zeiten sind, nicht hochkommen, die hatten das so angesetzt. Als Vermutung. Schillerwiese.
Ich weiß jetzt nicht, ob da vorne das auch vorfahrt. Okay, dann muss ich da auch drauf achten. Jetzt sind jetzt auch nochmal durch. Das macht die KI sowieso ja auch. Das sollten wir jetzt nämlich nochmal komplett anhalten. Dann kann man auch währenddessen. Schiller, kurz im Bahnhof fahren. Raus. Bahnhof, Umstieg zu weiteren Buslinien der Rogis sowie zur S-Bahn. Okay. Finde ich auch effektiver. Früher ist man die ganze Runde gefahren. Ja, doch, aber eine kleine Pause mal kurz hier im Winkel. Ja, wollt alle hier raus? Okay, viel Spaß im Zug und gute Anreise. Danke. Mal ganz hinten, aber es ist so ein Penner drin. Nee. Durch, das ist einfach mal. Bergstraße. Diese Linie endet hier. Warte. Wenn man dann jetzt hier über die beiden länger brauchen, dann fahren wir wieder dann. Kann ich das einfach hochladen? Weil ich ja doch kein Auto dabei. Ich bin sowieso kein Auto. Halte ich nicht, ich fahre ja die eine Wendeschleife rein. Die eine Haltestelle kann man auch dazu laufen. Ich dachte schon, ich komme gegen den Streifen, aber komme ich gar nicht. Ja, passt das? Die beiden Türen, obwohl da glaube ich keine extra hinten einstellen können, sondern auch. So, passt. Machen wir es wie der echte Busfahrer es machen würde. Ist gar keine Toilette, ne? Ne, gibt's hier gar nicht. Egal, dann tue ich jetzt einfach so, als würde ich irgendwo hier bei den ganzen Häusern aufs Klo gehen und fragen. Viel Spaß. Ich komme gleich wieder. So, ich stimme mich mal einmal komplett, weil ich habe gerade eine Sache gesehen, die ich einmal mit dem Staubsauger wegmachen muss, nämlich eine Spinne. Ich hasse Spinne auf eine Weise wirklich. Ich kann das nicht. So, bis gleich, damit ihr das nicht mehr. So, den Cut könnt ihr später machen. Vielleicht cutte ich das auch noch. Ja, komm, dann lade ich es morgen hoch und cutte das eben. Ja, komm. Das machen wir so. Das stimmt, warte mal. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, komm mal mit 22,59 von mir aus. Ja, wir fangen 23,1 ab. Ja, komm mal, machen wir das anders. 23, nicht 234. 1. Nichts Maussteuerung. So, Linie 25. War ich jetzt zum Versorgungsamt? Ich denke nicht. Ne, oben da Zopp. Das war glaube ich Route 4 das jetzt hier und das sollte Route 3 glaube ich gewesen sein. Ja. So, ihr wollt ein bisschen auch mit. Warum machen wir hier nicht hinten rein wollt oder du? Das haben sie früher die ganze Zeit immer gemacht. Und Park. Das war eine recht kleine Spinne, aber das ist eine von den Arten, die schon, wenn sie recht klein sind, schon so dick sind. Kreuzung, Bahnhof, Umstieg zu weiteren Buslinien der Rogis sowie zur S-Bahn. Hässlich, die Viecher. Und die Spinnen als... Nee, ich mach nicht. Die kleinen Spinnen kann ich zwar noch mal kaufen, die ganz klein, aber wenn sie immer zu groß sind, dann halt bleibt mal. Hallo.
deswegen halte ich hier immer an. Will aber keiner mit. Gut, dann nicht. Gespannt, was zum Beispiel, das habe ich auch im Radio mal gehört letzte Woche, was jetzt eigentlich, das betrifft mich ja auch, weil ich habe ja ein Bufti, ja, ist ja auch sowas wie Arbeit, natürlich ist Arbeit, da verdiene ich ja auch Geld und alles. Ich bin mal gespannt, wie das mit den ganzen Schulen erzählt wird, weil ja, das haben das Gesetz ja schon, oder wollen das Gesetz jetzt für Anfang irgendwann verschärfen, wegen die ganzen Sachen, dass die ganzen Arbeitgeber ausschreiben müssen, wie viel die gearbeitet haben oder irgendwie erfassen müssen, oder dass das erfasst werden kann, wie lange die Lehrkraft gearbeitet hat, nämlich bei allen Lehrkräften. Arbeitskräften, nicht Lehrkräfte. Lehrkräfte hört sich wie Lehrer an. Arbeitskräfte. Das gilt ja nicht nur für Schule, für also generell die ganzen Arbeitskräfte sollen alle ja, sollen halt wirklich alle darauf alarmiert werden und werden dann halt auch alle überprüft. Das Ding an der Sache ist einfach nur, wie soll das bei mir zum Beispiel laufen, bei der Bugestra später in der Ausbildung. Und ja, ich habe da eine Ausbildung später, ist auch scheiß drauf, ist auch scheiße, eigentlich privates Zeug von mir. Habe ich zwar auch in einem anderen Video schon gesagt, aber wird egal. Könnt ihr halt wissen, wenn ich das sowieso nichts. Ja, ich habe eine Ausbildung und wow, was macht das jetzt anders? Das ist nämlich das, was ich meine. Das geht mich nämlich nicht weiter. Ja, ich habe eine Ausbildung. Das Einzige ist, wenn man aus der Nähe kommt, dass man nicht irgendwann auf der Strecke sieht. Da ich aber meine Sachen überhaupt nicht mehr mit Facecam mache, ist das eher ein bisschen schwieriger. Aber das ist auch alles nebensächlich auf eine Weise, aber trotz allem bin ich mal gespannt, wie die das machen wollen. Wie gesagt, bei gestern habe ich kein Problem. Da wird ja dann einfach von der Kasse ausgewertet auf eine Weise. Die andere Weise ist dann, es steht im Dienstplan drin, wie viel Lenkzeit wir haben und so weiter und so fort. Da ist es nicht das Problem. Ja, bin mal gespannt, wie es jetzt für das jetzt aussieht, weil ich glaube, das soll ab nächstes Jahr, glaube ich, gelten. Irgendwie war ich keinen Plan mehr, wann das sein sollte. Gegenkurs als Solo, ich glaube ja. Oder Linie 34. Das kann auch sein. Kann auch, ja, ich denke es ist 34. Ist auch egal. Was ich jetzt einfach nur mit sagen will, das ist einfach das, was ich gehört habe, wo ich bin gespannt, weil das in die Wege geleitet wird. Ja, was man dann natürlich noch gehört hat, ist nämlich diese Scheiße, dass Bund und Länder sich dafür entschieden haben, das wieder zu verschärfen mit den ganzen Maskengedöns und dass sich die Bundesländer das wieder frei aussuchen dürfen. Und natürlich ist unser Bundesland mal wieder unter FFP2 gefallen, wo ich unseren Minister immer noch für flamen könnte, bis zum Hochgenuss. Das Ding ist, meiner Meinung nach, es bringt einfach nichts mehr. Das muss ich jetzt echt mal so betonen. Es bringt meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr. Wir sind gefühlt schon am Ende. Das kann man natürlich auch nur so betiteln. Aber Digga, wir sind fast am Ende der Pandemie. Es sind überhaupt nicht mehr viele, die krank werden. Das ist gefühlt wie ein normaler Virus. Also wie ein normaler Virus, den man aus den ganzen Erreger, aus den ganzen anderen bakteriellen Sachen kennt. Wir sind mittlerweile so weit gut ausgebildet, so gut ausgestattet, finde ich jetzt persönlich, dass wir eigentlich immer noch bei der OP-Maskenpflicht bleiben sollten. Aber nein, wir müssen natürlich FFP2-Standard haben. Ja, am Arsch.
macht überhaupt keinen Sinn. Fern- oder Nahverkehrszügen kann ich ja noch verstehen. Es geht ja um die ganzen ÖPNV. Es geht natürlich auch um die ganze Bundesland NRW. Aber bei uns bräuchte man das theoretisch, soweit ich jetzt weiß, zumindest in Kassel-Brauze, wo ich hier wohne, nicht. Da reicht eine OP-Maskenpflicht. Wenn man mal in den Bus schaut, ich sehe manchmal bekannte Gesichter, die ich eigentlich immer in einem Bus wieder sehe. Und das fast jeden Tag, wenn ich jeden Tag mit dem Bus fahre. Es sind gefühlt immer die gleichen. Und ich bin hier Gesichter zu merken. Das ist nicht das Problem. Aber naja, man will es ja natürlich nicht. In Düsseldorf und so weiter kann ich es ja noch verstehen. In Düsseldorf selber ist das bestimmt schlimmer. Der ganze Wohnstadt in Dortmund ist es auch noch schlimmer. Deswegen sind wir eher andere, weil wir jetzt nicht so groß sind wie die anderen Städte. Aber ich sage auch viele, die aus Dortmund oder so kommen, da hatten auch schon mal welche im Bus gehabt, die sich da auch immer drüber unterhalten hatten. Also die Bus mit Kollegen. Ach ja. Da sage ich auch einfach nur zu. Ja, OP-Basken. Keine FFP. Umstieg zu weiteren Basken. Buslinien der Rogis. Ja, das bringt einfach nichts mehr. Ist jetzt ehrlich gesagt wirklich nur meine Meinung. Es kann sich natürlich auch unterscheiden. Ist ja auch alles legitim und allem Scheiß da. Aber trotz allem, ich finde es einfach nur lächerlich. Mittlerweile. Nee, weißt du, das Ding an der Sache ist nämlich auch noch, du hattest die ganze Zeit die ganzen Befreiungen in den ganzen Supermärkten. Und das Ding ist, wir haben immer nur verschärft, wenn auch irgendwie viele Sachen passiert sind. Und dann ging das auch in den Medien hin und her. Dann ist das wieder passiert, da ist da das wieder passiert. Dann ist da diese Studie gemacht worden, dann ist wieder so passiert. Das war dieses Mal gar nicht da. Und jetzt aus heiterem Himmel, zumindest wie ich das mitbekommen habe, gab es nichts in den Medien und allem. Jetzt aus heiterem Himmel will man wieder verschärfen. Wie kommt man auf diese Erkenntnis? Was ist das Argument? Ich gucke mir sowas nicht an. Weil ich mich dann einfach nur vom Fernseher einfach in den Schlaf vom Wüten. Also, wenn ich mir das angucke, weine ich mich gefühlt nur noch im Schlaf. Weil ich manchmal. Also, jetzt nur als Stil oder als generelles Mittel gesagt. Ich würde mich eher nicht in den Schlaf heulen. Ich würde da eigentlich mich eher aggressiv in den Schlaf boxen, auf eine Weise. Ist das jetzt auch wieder so hart gesagt, beim Boxen tue ich nicht. In der Regel, das ist halt nur, wenn man mich so hart abfuckt, das ist halt so, ist es halt normal. Wenn man so hart abgefuckt ist, dann kommt es auch manchmal. Wenn man wirklich mal nicht aufpasst, wird man mal eine gedonnert. Ich mach das aber auch wirklich eigentlich total extrem selten. Ja, morgen, genau. Guten Abend, wollte ich sagen. Also, ich hab bisher. Soweit ich weiß, eigentlich in den ganzen 17 Jahren, die ich jetzt schon lebe, glaube ich gerade mal zweimal jemanden geschlagen, weil er mir auf den Sack gegangen ist. Das in 17 Jahren. Wenn man das mal generell berechnet, wie viel das andere jetzt machen, ist ja auch nicht schlimm. Jeder reagiert ja anders. Ist ja auch so eine Welt laufen da. Auch dann einfach mal wieder ganz positiv und allem. Aber trotz allem. Wenn ich das mal so runterrechne, oder wenn ich das mal hochrechne, das sind zweimal in 17 Jahren. Das ist schon eine Ausnummer. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann kommt Fahrherner. Das ist grün. Dann kommt. Danke. Was steht da? Ist das die hier? Ah, die hier 25. Da ist der Kollege. Kollegenkurs oder Gegenkurs. Ja, ich kann nicht mehr von dir decken. Es ist 10 Uhr. Fast. 10 vor 10.
Ja, aber das wollte das weiter. Haben die schon wieder grün, also lange dauert es jetzt nicht, das ist schön. Na, jetzt ist da drüben der Verkehr weg. Normal sollte ich jetzt eigentlich. Gut, dann guck mal, zeig ich doch. Gib mal Gas da. Bahnstraße. Von hier den Zug erreichen.
Ist doch cool, dass wir das hier durch die Werbung schön sehen. Das finde ich auch wirklich schön. Hallo! Ja, Vorfahrt 8, ein Kollege, ne? Mhm. Und dann auch noch auf Kollegenbonus setzen? Nee, muss TL-Tours natürlich nicht. Na komm, dann schiebe ich dich jetzt halt ein bisschen. Sorry für das ganze Hupe. Ja, jetzt wird er ein bisschen noch vor mir, ja. Also ich meine, jetzt hält da auch noch, wo ich halten muss, ey. Alter, schnell, ja, siehste. Oh, könntet ihr bitte mal aufhören, die ganze Zeit hin und her zu gehen? Warte mal. Ich gucke erstmal, wer überhaupt noch da ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt alle noch da sind. Marcel und... Ja, Mann, ist wieder wie immer. Der Rest ist abgehauen. Nichts geworden. Digga! Wenn ich das nicht die ganze Zeit höre. Jetzt am Ende noch. Kann ich nicht wundern, warum ich jetzt Kickdown fahre, bevor jetzt meine beiden Vorbeide jetzt kommen hier. Und zur S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Sie können von hier den Hauptbahnhof erreichen. Diese Linie endet hier. Schön. So. Bevor die beiden jetzt wirklich kommen, fahre ich jetzt noch schön bis 20 Uhr eben schnell. Ich beeile mich auf eine Weise so ein bisschen. Ja, ist sowieso so ein... Jetzt irgendwie was gewesen, wo ich mir dachte, die anderen, die sind sowieso wieder nur am Labern über irgendeine Scheiße. Dann machst du da halt ein Video jetzt. Mutest dich halt. Muss ja auch nicht immer auf Discord auf dem Abruf stehen. Da kannst du auch was anderes machen. Ich glaube, ich gehe nächstes Mal, wenn ich aufnehme, bei einem Stream-Aufnahmeraum auf einem Server oder in meinen AFK-Room. Oder in den AFK-Room, damit ich nicht gestört werde. Wir haben das ganze. Einmal an der Sache noch. Was ist, welches Ziel das ist? Testfahrt. Ich glaube, Betriebsfahrt war irgendwie ein bisschen weiter hinten. Ziel 96. Werkstattfahrt immer mal 1090. Schulbus. Ziel 89. Ah, Schule. Guck mal, wie das jetzt hier angeordnet ist in der Dingsabfahrschule. Ist recht da, dann machen wir einmal 70, Ruges Auftrag, das will ich nicht. Servewagen, ist auch ein Ziel von, okay. 72 ist Grögerreisen. Na, das ist scheiße angeordnet. Ich mach jetzt einfach, was heißt für Menü das? Ich mach einmal Pause. Pause. Wow, mehr nicht. Da kann man eine 25 Pause. Blub. So, und mit den Worten würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ist jetzt eine Stundenaufnahme geworden, habt ihr ein bisschen Content.
Was ist die Schockwand, dass ich das einfach die ganze Zeit geben kann? Ganz. Die ganze Zeit. Ja. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und sag einfach nur Tülü und bis zum nächsten Mal. Und ja, ich guck Flashy sagt, wer dieses Tülü kennt. Tülü. Er ist jetzt zwar nicht so wie er, aber ist auch egal. Tschüss. Bis bald. Ich weiß nicht, ob ein Minecraft-Video kommt oder nicht. Oder wie auch sie. Das schauen wir mal. Tschüss, bis bald. Wie immer. Mache ich jetzt in die, obwohl nicht wie immer. Da bin ich mal wieder jemand Cover. Wie wir uns immer verabschieden. Mit dem Display 3000 als Moderator. Vielen Dank. Tschüss.